Zum Abschluss dieses Kursteils gebe ich noch einen kurzen Rückblick über das, was wir gemacht haben. Ich habe gezeigt, wie man ausgehend von einer bestehenden Modelica-Bibliothek, also hier Transaktionsmechanik, eigene Modelle entwickeln kann als Ergänzung und wie man dann komplexere Modelle aufbauen kann. Ich zeige das hier am Beispiel des Wagens noch einmal. Hier das Icon für den Wagen, hier der Name. Da ist ein Parameter, nämlich die Masse, sichtbar gemacht worden. Gehen wir zum inneren Aufbau. Das sind also Federdämpferelemente links und rechts der Masse und dann eine Gleithaftreibung verbunden mit der Erde. Das sind die beiden Flansch, die dann von außen wieder sichtbar werden. Dann habe ich auf der gleichen Ebene einen Satz von Parameter definiert. Hier hatte ich V gleich für Anfangsgeschwindigkeit, das habe ich jetzt erweitert zu V0. Ich hätte auch V Anfang schreiben können, aber V ist eher reserviert für die aktuelle, momentane Geschwindigkeit. Informationen werden hier von Daimler automatisch erstellt. Hier könnte ich dann eigenen Text noch beifügen. Gehen wir rüber zur Trockenreibung. Das war also ein vollständig neues Modell. Ich habe hier das Icon noch ein bisschen verkleinert. Das war doch ein bisschen zu groß. Dann in der Modellierungsebene ist eigentlich nichts drin und beim Code ist dann der ganze Code, die Gleichungen. Da habe ich das Vorzeichen noch gedreht, so wie es eigentlich verträglich ist mit der Modelica-Bibliothek. Denn in der Modelica-Bibliothek wird ein Zusammendrücken eines Elements als negative Relativdistanz definiert. Deshalb musste ich hier alles entsprechend anpassen. Und ich kann sagen, so eine Vorzeichenanpassung ist immer etwas fehlerbehaftet, wenigstens bei mir. Ich mache dann den einen oder anderen Überlegungsfehler. Hier haben wir noch einmal den Haupttext, diese drei Zeilen. Und ich habe dann bei Reibfederpuffer gesehen, das wäre also Reibfederpuffer, dass hier nicht ganz alles analog definiert gewesen ist wie bei der Trockenreibung. Im Unterschied zur Trockenreibung wird bei der Reibfeder eben nicht die Reibkraft, die normierte Reibkraft modelliert, sondern die Federkonstante. Sonst ist aber alles ziemlich analog. Gehen wir jetzt mal über zum Modell Oszillator. Da habe ich kein Bildchen gemacht, nur den Aufbau. Ich habe hier Federmasse mit Anschlag und Reibung aus der Standardbibliothek genommen und hier nur die Gleithaftreibung ergänzt. Schauen wir noch einmal die Simulation an. Das heißt, übersetzen wir zuerst das Modell. Dann setzen wir die Simulationszeit auf 3 Sekunden und dann simulieren wir. Nehmen wir ein Fenster. Ich möchte noch einmal zeigen, was ich damals schon gezeigt habe. Also die Federkraft, dem Ausschwingen, dann hier die parallel geschaltete Federkraft, da sieht man keinen Unterschied. Schauen wir jetzt die Trockenreibung an. Das Verhalten der Trockenreibung beim Schwingen. Und hier die Trockenreibung beim anderen Modell. Da sieht man, dass das Vorzeichen anders ist. Jetzt müsste ich noch das Vorzeichen drehen bei meiner Trockenreibung. Das heißt, wir haben hier immer noch eine kleine Vorzeichenunstimmigkeit. Das hängt damit zusammen, dass man in der Systemphysik eben vom Impuls ausgeht und dann eine klare Vorstellung hat von Fließen des Impulses. Und bei Modelica geht man von der klassischen Konvention aus, dass halt nur eine Konvention ist. Aber ich habe gezeigt, dass die Modelle praktisch identisch sind, außer das Langzeitverhalten. Da ist das Modelica-Element klar überlegen. Ich zeige jetzt noch etwas anderes. Nehme die Trockenreibung und nehme jetzt die normierte Kraft. Das ist ja die Grundlage, um dann hier die Haftgleitreibung aufzubauen. Aber entscheidend sind ja diese Flanken.
Und jetzt nehme ich als freie Variable die Relativgeschwindigkeit. Dann sieht man diese Stufe. Ich habe versucht, mit dieser Idee aus der Diode dann hier so eine Kennlinie zu generieren für diese normierte Kraft. Schauen wir uns diese Flanke noch genauer an. Dann sieht man, dass man eben hier nicht eine vertikale hat, sondern eine leichte Neigung und deshalb funktioniert das Modell ja auch. Ich gehe jetzt über zum Modell Auflaufstoß. Ich habe hier einen ruhenden Wagen. Schauen wir die Parametrisierung an, also Anfangsgeschwindigkeit 0, Masse 80 Tonnen, das kann man hier direkt erkennen. Der Name, den ich hier vergebe, ist auch sichtbar. Dann hier Federkonstante, Dämpferkonstante für den Wagen. Das wird dann aufgeteilt auf zwei Hälften. Und hier noch die Gleithaftreibungskoeffizienten. Der auflaufende Wagen, der hat 2 Meter pro Sekunde, aber nur 15 Tonnen. Keine Reibung, aber die gleiche Parametrisierung für die Elastizität des Wagens. Die Last selber ist ein Standardelement, heißt einfach Last und hat 15 Tonnen, Anfangsgeschwindigkeit gleich. Wenn ich jetzt hier auch eine Reibung einbauen würde, dann müsste ich diese Masse da reibungsmäßig da dazu nehmen. Hier noch das Reibmodell. Gleitreibung 88 kN, Haftreibung 90 kN. Und hier der Reibfederpuffer mit der Federkonstante. Ist auch wieder sichtbar, 4 Meganewton pro Meter. Dann die relative Änderung der Federkonstante ist dann 50% zusätzlich beim Einfahren, 50% minus oder weniger beim Ausfahren. Soweit das Modell, also man kann schon recht komplexe Modelle machen. Dann übersetzen wir das wieder. Da kommen Warnungen. Wenn man die anschaut, sieht man, dass nicht alle Anfangsbedingungen konsistent gesetzt worden sind. Das macht dann Daimler. Man muss einfach aufpassen, dass hier nicht etwas Unkontrolliertes passiert. Simulationszeit setzen wir auf 0,8 Sekunden. Das geht ja schneller. Und lassen wir das simulieren. Dann zeige ich mal, wie sich die Last verhält in der Zeit mit der Geschwindigkeit, wie sich der Wagen 1 verhält. Da muss ich die Masse nehmen und wie sich der Wagen 2 verhält in der Geschwindigkeit. Da muss ich auch die Masse nehmen. Jetzt sieht man, dass die Last natürlich rutscht. Der auflaufende Wagen schnell abgebremst wird, teilweise sogar zurückgeworfen wird. Und hier haben wir diese Schwingungen. Und die stören natürlich. Jetzt schauen wir mal, wie wir die Schwingung in den Griff bekommen können. Vielleicht hängen diese Schwingungen ja mit dem ungenauen Reibmodell zusammen. Das könnte man austesten. Aber man soll sich erinnern, dass ja der Wagen selber elastisch ist. Also gehen wir in Wagen 1 und setzen die Dämpfung mal 100 höher. Haben wir also einen Dämpfaktor von einer Million Newtonsekunde pro Meter. Und dann verschwindet diese Schwingung. Die ist also von dem auflaufenden Wagen verursacht worden. Das lässt sich nicht von Anfang an vorhersehen, aber man kann das ausprobieren. Man muss nur gezielt suchen. Dann schauen wir uns noch die Kräfte an. Reibfederpuffer, Kraft. Hier eben das andere Vorzeichen der Standardbibliothek. Dann die Reibschicht und dann noch Wagen 2, Trockenreibung, das ist gegen Boden. Hätte ich auch anders anschreiben können. Die Kraft gegen Boden. Hier sieht man, dass im zweiten Stoß, wo sich der zweite Wagen nicht mehr bewegt, nur der erste Impuls abgibt, zusammen mit der Last. Und da ist der Impulsstrom eben im Verhältnis der Masse aufgeteilt. Das ist der Impulsstrom hier rot, der von der Last her fließt.
Das ist hier der Impulsstrom, der durch die Puffer fließt und dann auch durch die Reibung vom zweiten Wagen an die Erde. Also wenn man jetzt hier die Trockenreibung wegnimmt, dann ändert sich die Farbe, aber nicht die Form der Kurve. Ich zeige zum Schluss noch, wie die Reibfeder jetzt funktioniert. Ich trage auf die relative Federkonstante, die sich hier ändert zwischen Ein- und Ausfahren, das ist DC, in Funktion der Relativgeschwindigkeit. Dann hat man eben auch hier diese Treppe. Und diese Modellierung ist eben so gemacht, dass hier eine scharfe Kante entsteht und eben hier keine Unstetigkeit. Und deshalb ist dieser Code so gemacht. Das kann man sich selber überlegen aufgrund des Codes. Simulieren ist etwas sehr Persönliches. Also man soll, wenn man simuliert, immer kritisch sein, schauen, woher kommt ein Effekt und so weiter. Und schon bei dieser Komplexität muss man aufpassen, dass man nicht irgendwelche Artefakte hineinholt. Zum Beispiel eben die Eigenschwingung eines Wagens. Nun, das ist kein Artefakt, sondern das ist Realität. Das gibt es ja auch auf dem Prüfstand. Etwas Interessantes und was ich im Moment nicht ganz begreife, ist, wenn ich jetzt bei Wagen 1 die Dämpfung wieder zurücknehme, dann habe ich diese Schwingung hier, diese Phase zwischen Last und Wagen 1. Ich habe aber diese Schwingung nicht bei Wagen 2. Nehmen wir Wagen 2. Das wäre Wagen 2, Flansch links. Kraft nehme, habe ich diese. Das ist der Impulsstrom, der von den Puffern kommt, aber ich habe diese Schwingung nicht. Man muss sich ein solches Modell halt erschließen, indem man alles ein bisschen anschaut, kritisch hinterfragt, zur Not mal das eine oder andere Teil analytisch behandelt, das heißt, dass er wirklich die Gleichungen hinschreibt und untersucht. Soweit zu dieser Modellierung. Ich habe also gezeigt, wie man ausgehend von einer Standardbibliothek eigene Elemente kreiert, dann mit all diesen Elementen hierarchisch komplexere Modelle aufbaut und die dann einsetzt in einer Simulationsstudie.